Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf geht es vornehmlich um die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen und Anlagen zur Erzeugung von sogenanntem grünen Wasserstoff. Um dies gleich vorwegzunehmen, das Gerede über grünen Wasserstoff, diese angebliche Wundertechnologie der Zukunft, ist in Wirklichkeit eine Totgeburt und ein weiteres grünes Hirngespinst. Aber das nur am Rande. Wie sollen die Zulassungsverfahren nun also beschleunigt werden? Und die Antwort lautet A, indem man der Öffentlichkeit fast alle Einspruch- und Einflussmöglichkeiten nimmt, B, indem man die Entscheidungshoheit der Länder untergräbt, C, indem man Umweltverträglichkeitsprüfungen einfach abschafft und D, dadurch, dass Natur-, Arten- und Landschaftsschutz künftig keine Rolle mehr spielt. Aber sei es drum, Hauptsache Deutschland rettet das Weltklima. Wie absurd diese Annahme allerdings tatsächlich ist, zeigen folgende Zahlen. Deutschland, welches an der weltweiten CO2-Emission gerade mal einen Anteil von 2% hat, hat seit 1990 etwa ein Drittel seiner Emissionen eingespart. Der Rest der Welt, der für 98% des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist, hat im gleichen Zeitraum seine CO2-Emissionen um 2/3 erhöht. Mit anderen Worten, was wir in Deutschland tun oder lassen, ist für das Weltklima absolut irrelevant. Die ideologisch motivierte und künstlich erzeugte Klimahysterie dient also allein als Rechtfertigung für den geplanten Umbruch in unserer Gesellschaft. Den Umbruch in eine autoritär-sozialistische Planwirtschaft, in welcher der Staat den Menschen vorschreibt, wie sie zu leben, was sie zu essen und womit sie zu heizen haben. Sie dient als Rechtfertigung für den Krieg der Regenbogenkoalition gegen unsere Industrie, gegen das Automobil, gegen unser Privateigentum. Ein Krieg, der inzwischen zu einem Krieg der Regierenden gegen die eigene Bevölkerung geworden ist. Und ich sage Ihnen, die Menschen da draußen, die wissen das, und die haben die Nase davon gestrichen voll. Denn das einzige Nachhaltigkeitsziel, welches Sie zu erreichen in der Lage sind, ist, dieses Land gezielt gegen die Wand zu fahren und unseren Wohlstand nachhaltig zu vernichten. Und deshalb spricht Professor Dr. Knut Löschke, Mitglied des Hochschulrates der Universität Leipzig und Kuratoriumsmitglied des Max-Planck-Institutes, den Bürgern aus tiefster Seele, wenn er sagt, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, ich habe das permanente und immer religiöser werdende Klimageschwafel satt. Die Energiewende-Fantasien, die Elektroauto-Anbetungen, die Gruselgeschichten über Weltuntergangsszenarien und Wetterkatastrophen. Ich kann die Leute nicht mehr ertragen, die das täglich in Mikrofone und Kameras schreien oder in Zeitungen drucken. Ich leide darunter, miterleben zu müssen, wie aus der Naturwissenschaft eine Hure der Politik gemacht wird. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, der CDU, CSU, Ihnen kann ich deshalb nur den guten Rat geben, schicken Sie die Brandmauer-Fetischisten und BlackRock-Befehlsempfänger so schnell wie möglich in die Wüste, werden Sie wieder zu einer Partei, die bereit ist, gemeinsam mit der AfD die Dinge vom Kopf auf die Füße zu stellen und vernunftorientierte Politik für Deutschland zu machen. Tun Sie das nicht, werden Sie schneller, als Sie glauben, in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Vielen Dank.